heftigsten Ort der Welt? Digga, ich dachte so auf entspannt, 5-Zimmer-Wohnung wird ein easy, also dachte ich mir so, ja, meine Familie ein bisschen mitnehmen, auf easy, Digga, ich guck mindestens, wenn du was Gutes haben willst, aller mindestens 3K. Ich dachte mir, Digga, hört auf mich zu ficken, Alter. 3K Mieter, Alter, für 3K hätte ich damals geblasen. Warum schreibt ihr Sascha Story? Digga, wer ist er denn? Scheiße, Digga. Smoke to get high, danke dir. Dreimal dürft ihr auch raten, wer sich den besten Sonnenbrand mal wieder gezogen hat, weil er sich ums Auge herum nicht eincremen wollte, weil er die letzten Tage wegen der Sonnencreme geweint hat, weil es ins Auge kam. Digga, Junge. Es geht aber eigentlich noch, oder? Sieht aus, als ob ich dauerhaft weinen würde. Super. Sieht aus, als wäre er übelst stoned. Das ganze Video wegen dem Delfin kommt noch bei Is. Digga, ey, ich schwöre, er sieht aus wie Attack on Titan Member, ne? Warte mal, das muss ich. Ich muss eine Story davon machen. Okay, warte mal. Der Chat, das hier. Dieser im Vlog, ich habe generell noch ein bisschen was gefilmt, ich hatte die GoPro dabei. Ich glaube, die Delfine waren so 5 Minuten oder so am Start und einer, den man gesehen hat in dem Video, hat uns auch für 20 Sekunden oder so angestarrt, also richtig lang. Der Tauchlehrer meinte auch, dass es krass selten ist, dass man Delfine antrifft so beim Tauchen. Das war in 20 Jahren irgendwie bei ihm das zweite Mal, dass es so passiert. Also ich habe da wohl wirklich Glück gehabt heute. Aber ja, alles kommt auch bei Isa online. War nice, der Sonnenbrand litt. Ich sehe aus, keine Ahnung. Fucking Sleeper, man. Digga. Wir haben hier eine Hängematte. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist ein Seerochen. Mantarochen! Ich hab so Angst vor denen. Die sind so riesig. Und hier sind super viele Haie schon. Alter, warum wackelt das hier? Ey, ich kann es nicht. Mir war die ganze Zeit ein Hai. Ach, guck mal, da ist der Kollege. Da ist der Hai. Na, Bratan. Bitte verpiss dich, ich hab Angst vor mir. Ich weiß, Haie sind nicht gefährlich, trotzdem Angst. Die Angst ist da. Und morgen beim Schnorcheln. Oder eventuell nur im Pool. An dieser Stelle. Falls euch der Vlog gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, abonnieren, folgen, überall folgen auf Twitch, Insta, überall. Ich werde Content ballern, wie es geht. YouTube-Videos werden kommen. Ich weiß nicht, ob. Ey, wann kommt denn das nächste Video online, Isa? Wir kaufen. Was soll denn bitte? Ey. Daily Vlog post, ich glaube eher weniger, weil. Was gibt's jeden Tag zu machen? Jeden Tag Schnorcheln? Wollt ihr jeden Tag Schnorchel-Content? Ich habe übel Angst vorm Wasser, ich weiß. Man sagt. Du musst doch keine Angst vor dem Wasser haben. Ey Mann, ich habe einfach Angst davor, wenn du dich umdrehst und auf einmal ist da was. Ist einfach gruselig, vor allem bin ich ja voll machtlos im Wasser. Ich bin eh schon. Ah, hat Sascha auch ein Video gemacht? Voll der Lappen, ey. Auf jeden Fall. Danke, dass ihr da wart. Danke für euren Support. Danke für alles. Ich freue mich so sehr, wenn ich wieder auch da bin und streamen kann. Ey, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich es vermisse. Danke für alles. Ohne euch wäre ich nicht hier. Wortwörtlich. Tschüss. Hä? Ah, das habe ich schon gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Lohnt sich das, Chat? Das King Hens. Heute ist endlich wieder soweit. Heute kommt endlich eine neue Episode von Tinder Chats, Profile oder sonstige Chats. Das heißt, heute wird es wieder ganz, ganz übel. Und an alle, die kein Airbag haben, auch wenn ihr ein Airbag. Stimmt, Digga, er hat mich gefragt, ob ich was einsenden soll. Da habe ich das geschickt, glaube ich. Airbag habt? Anschnallen. Shardies like a melody in my. Ich lese heute ganz klassisch Chats vor als Person A. Also wenn.
Wenn es wirklich nur ums Cash geht, Digga, dann mache ich morgen einen OnlyFans-Account, stelle ein, zwei Arschlochbilder rein und mache mehr Geld als, ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Chat. Let's go. Du und Lukas hatten ein Match am 14.01.23. Ich dich in Mario Kart und dann im Bett. Warum so passiv-aggressiv? Bin überzeugt von mir. Wie wär's erstmal mit einem Hallo? Hallo? Heute fick ich sie in Mario Kart Chat. 18 Uhr Mario Kart. Mit Monte, Phoebus weiß ich, mehr weiß ich nicht. Nina, Instagram. 2064 Follower. Ihr folgt euch auf Instagram nicht gegenseitig. Hi, moin, was machst du? Scheißen. Du so? WTF? Soll ich lügen? Wer auch immer. Ehrlichster Chatter-Chat. So was feier ich. Der ist, der hier die Wahrheit ausgesprochen hat. Das ist er. Oh, das ist er. Das ist der Mann fürs Leben. Wenn er dir nicht mal was vormacht, wenn ihr anfangt zu schreiben, da ist man immer ein bisschen anders, muss man fairerweise gestehen. Wenn er genau so schon ist, dann würde er dich niemals anlügen. Oh Gott. Wie toll. Lena Yvonne. Auch wilder Doppelname, noch nie so gehört. 19. Verifiziert. 1,53. 19. Wenn ich nicht sofort antworte, schaue ich Eli. Dieser Schwanz! Du kleiner Schwanz! Du bist ein riesiger Schwanz! Rohat? Chat, ich muss gerade übertrieben kacken, Digga. Da bin ich! Sit! Oder Willi? Agi! Ich hab Sammy sein Hundeessen gegessen! Und wenn Lena Yvonne jetzt nicht for free Getränke, Klamotten oder Süßigkeiten bekommt, Ausrufezeichen Kickets? Dann weiß ich auch nicht, Jungs, das ist eure einzig wahre Supporterin. Lena Yvonne, Eli hier, von mir bekommst du wieder Wett. Hi Lena Yvonne, hier ist Sydney, von mir bekommst du Elevate-Klamotten. Von meinem Arsch bekommst du gar nichts, du Wichser. Hey Lena Yvonne. Ey! Ey! Ich hätte Arm was gegeben! Der Bre hat gesagt, ich soll das sagen! Ey! Yvonne, Yvonne! Lena, oder wie hieß die Nummer? Yvonne oder Lena? Lena, Yvonne, Yvonne. Lena, du kriegst ein Paket von mir. Schon mal anfangen? Oh mein Gott. Haben wir ein Intro für schlechte Amachsprüche? Instagram, 732. Willi hier. Von meinem Arsch bekommst du gar nichts, du Wichser. Hey Lena, Yvonne. Willi hier. Weil der Rohr dir nichts geben will, bekommst du von mir was Süßes. Vanessa. Instagram. 732 Follower. Ihr folgt euch auf Instagram gegenseitig. Das ist ja schon mal Anfang. Oh mein Gott. Haben wir ein Intro für schlechte Amachsprüche? Erste Nachricht. Delfine gehören zu den schlimmsten Tieren der Welt. Wusstest du, dass Delfine ihre Kinder töten, damit das Weibchen wieder Lust auf Sex hat? Was sendet ihr? Yoshi, 25, öffentlicher Dienst, 9 Kilometer entfernt. Bruder, er hat einfach als zweites Bild ein Clubbild mit Jens Heinz Richard Knossalla. It's Britney, bitch. Der Typ kann nur Matches haben. Ey, Yoshi, du geile Schlange. Bei dir würde ich auch gern matchen, Junge. Digga, das ist Russisch. Und genau für diese Fälle begrüßen wir recht herzlich unseren Dolmetscher. Und Etta hatten ein Match am 30.12.22. Hallo, wie geht's? Wollen wir uns kennenlernen? Rush B. Moin, ich hoffe, du erwartest von mir nicht so einen unangenehmen Anmachspruch. Die habe ich einfach nicht drauf. Hello, schade, wäre bestimmt lustig gewesen. Aber ohne ist auch gut. Ist wahrscheinlich besser so. Aber ich kann's ja mal versuchen. Warum? Sie hat doch schon geschrieben. Digga, wirklich. Schieben, dass es auch ohne gut ist. Ja, ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen, den hier finde ich irgendwie lustig. Ich hab in mein Bett geschissen. Kann ich heute Nacht in deinem schlafen? Bitte verurteile mich nicht für meinen kaputten Humor.
Sabrina, Zicke. Ich habe eine Frage an Sie. Ich lausche, kennst du Mord? Aber natürlich, aber noch nicht. Ein Mordpenis. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Danke für die ganzen Einsendungen. Und falls auch du im Chat hast, ein Profil hast, irgendwas in die Richtung... Sorry, Rohat, die Bio. Richtung, dann send ihr bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Hey, Rohat, was geht? Ich schneide gerade ein Video. Und da wollte ich fragen, ob du mir was einsenden könntest. Also ich habe auch an dich gedacht. Ich habe schon ein paar andere gefragt. Also es wäre übel nice, wenn du quasi so sagen könntest, von mir bekommst du gar nichts. Von meinem Arsch bekommst du gar nichts, du Wichser. Peace, Leute, ich bin's Marvin. Oh, Marvin. Kein Ding, Bro, immer wieder gerne. Kein Ding, Bro. Ey, Digga, er hat mich hochgenommen. Aber am Ende auch aufgeklärt. Dub Sascha. An der Stelle. Das ist wirklich sehr krass. Digga, warte mal. I don't think anyone's ever watched a 10-hour YouTube video before. I'm gonna be the first. Now, I got my trusty clocks right here. 420 says 420. These say the time. So, basically, so you know, I'm not just... Der hat wirklich um 4:20 angefangen. ...sitting here for 30 minutes and then putting myself on loop 20 times. These clocks show the real time. So I can't just sit here and put myself on loop, because if I did, then the clocks wouldn't match up. So since it's 420 right now... Hey, der hat sich das Video 10 Stunden lang angeguckt. Digga, sein Kopf. Digga, wie kann man sich das 10 Stunden angucken, Digga? Eieiei. Aber der Mann ist an der Position. Der hat's schon schlau gemacht, der Mann, ne? Der hat's schon sehr, sehr schlau gemacht. Alles das, was er gemacht hat, schon ein Genius. Oh, meine lieben Freunde. Gibt's noch irgendwelche Videos? Gibt's noch irgendwelche Videos? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nämlich Fuhrtour durch Berlin Mitte, weiß ich nicht. Was ist das? Eli Schärfe essen. Inscope. Welches Video? Stört dich Alexas Onlyfans? TikTok-Ansage. Nee, der hat ja nichts hochgeladen. Digga, ich hab einen Clip gesehen, Digga. Kann mal paar Clips gucken. Hab da einen Clip gesehen. This is the most. I swear to God, bro. I'm so horny, I can fuck Spider-Man. Oh, I can't do that. Sit down, Jack. I swear to God, bro. I'm so horny, I can fuck Spider-Man. No, I can't do that. Sit down. Digga, wie er das auch betont hat. Jack. Digga, diese. Was ist das für ein... Was ist das für ein Mix, Digga? Oh mein Gott, Digga, Jungs! Ihr diskutiert jede Runde! Digga, wisst ihr, wer eigentlich derjenige ist, der Willi immer so krass zum Ausrasten bringt? Die Person hier. Digga, nie schafft es jemand, ihn so krass zum Ausrasten zu bringen, wie ich. Das ist wirklich geisteskrank, guck mal. Oh mein Gott, Digga, Jungs! Ihr diskutiert jede Runde! Man kann mit niemandem reden! Ja, weil du schreist! Ach, nein, ich bin nicht mehr. Ihr diskutiert seit 30 Runden, Jungs! Ihr kommt auf keinen Nenner, was?
wie kann man schreien? Bruder, wie kann man seit 50 voll? Seit 50 Runden, niemand kann ich immer reden. Ich konnte nicht mal mit Eli reden. Komm! Wow! Heisenberg, danke dir für deine 25 giftet mein Bruderherz. Danke, 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 danke. Heisenberg. Danke, 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 danke für deine 25 giftet an jeden, der ins Abgeschenk bekommen hat. Bitte bedankt euch bei dem Bre. Danke, danke, danke für deinen Support. Danke dir für all die Liebe und bedankt euch. Digga, wie heißt das Spiel? Irgendwie will ich das zocken. Digga, was war das für ein Sound? Maschallah, Digga. Hör auf! Oh. 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 Hey, was machst du eigentlich? Lass deine Haare in Ruhe! Lass deine Haare in Ruhe! Nein, nein, ich bin Michael! Wie heißt du? Ich bin Olaf Schaf, die Legende. Olaf Schaf? Olaf Schaf, ja, korrekt. Wer bist du denn? Big Sousa. Big Sousa? Was? Big Sousa, Mann. So, ist etwas kompliziert. Kompliziert. Hätte sowieso von dem Kopf gesucht, ne? Ja, sympathisch, kann man das abhauen. Jalla. Digga, aber ich check die Menschen. Digga, die haben Leute in die Kommentare geschrieben, Tassos, dass ich ihn gestreamsnapped hab. Digga. Hä? Digga! Das ist so geisteskrank. Ich hab 30 Akten, Mann. Wie war nochmal dein Name? Big Sousa, Mann. Jo, kannst du dir überhaupt... Verdammt, was merkst du dir überhaupt? Big Sousa? Ja, Big Sousa bin ich. Cooler Name, Digga. Wer hat dir den Ding gegeben, ey? Du heißt Olaf Schaf, Mann. Olaf Schaf. Wir sind der Typ da vorne, Digga. Oh, ey. Oh, du hast die Schlafen geschenkt. Ja, dann soll er auch fahren. Ja, Tassos. Die Leute haben geschrieben, ich hab gestreamsniped. Hätte er da nicht gestreamsniped, wäre er heute unter der Brücke. So ein Junkie. Auf der Straße. Jogi, auf! Oh. Digga, LP war schon eine sehr, sehr coole Zeit. Sehr, sehr coole Zeit. Warum lach ich darüber, Digga? Die Takis sind so. Er wird eigentlich gerade. Digga, das check ich nicht. Guck mal, was. Digga, wie kann man denn aus allem einen Clip machen? Und sagen Sass, Digga. Er wird eigentlich gerade. Der hat dir fucking Getränk geschüttet. Geschüttelt. Er wird eigentlich gerade. Digga, so viele Menschen, ne? Die Takis sind so lecker. Ignoriert mein Furz. Die Takis sind so lecker. Ignoriert also Chat, falls ihr auch mal so einen Furz raushauen wollt, Ausrufezeichen King Cans, holt euch die Takis. Ey, Digga. Das ist ja geistesgestört. Das ist ja wirklich geistesgestört. Eli habe ich gestern ein bisschen im Stream schon geguckt. Was ist das denn? Chat! Roat und ich sind einfach sehr, 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 sehr gute Freunde. Wir talk. True.
Ich verstehe mich mit Rot einfach blenden. Das ist echt schön, auch mal so jemanden zu haben. Jetzt Retalk. Es ist einfach wirklich schön, eine Person so zu haben. Als besten Freund, der auch, wo man sich einfach versteht. Das ist schön. Ja, guten Morgen. Das schätze ich sehr. Das ist cool. Und es wäre auch viel, viel cooler, wenn die Leute nicht irgendwie therapieren würden mit F-Bruder, Friendzone, dies, das, Chat. Digga, also, ich weiß nicht, was ihr denkt, so, also, ich glaube, ihr seid, also, manche Menschen sind wirklich ein bisschen verloren. Digga, ich schwöre es euch, die Leute denken, dass wenn man egal was mit einer Frau machen will, dass man die direkt klären will. Das ist so insane. Das ist so insane. Fucking Sleeper, man. Kuss SSS, Habibi. Aber beleidigt dich immer komplett durch. Ja, aber das ist so ein gegenseitiges Beleidigen. Das ist doch cool. Chat. Mhm. Ich habe gestern mit der Frau gefacetimed. Erst. Digga, gestern war so ein Hängertag, Chat. Fucking Sleeper, man. Die polnische Feuerwehr hilft in der Türkei. Kuss kleiner als 3. Yo! Yo! Krank. Sehr krass. Fucking Sleeper, man. W. Willi an der Stelle, Digga. W. Willi, Digga. Crazy. Fucking Sleeper, man. Auf viele weitere Monate, du kleiner Bastardo. Hahaha. Spielkarte Herz, Spielkarte Herz, Spielkarte Herz, Spielkarte Herz. Oh, Chat. Also, ich hab gesehen, bei Eli ist sein Haus ein bisschen kaputt. Was war denn das? Gerade. Was ist denn hier passiert? Also, ich habe nichts damit zu tun. Also, erstmal, ich habe nichts damit zu tun. Damit das schon mal klar ist. War das Danny?
Wer ist das da hinten eigentlich? Ist da? Wer ist das? Wer wohnt hier? Oh, hier gibt's eine neue Mauer. Oh, crazy. Oh, Matt? Gleich wieder da, Chat. Hast du deiner Zeit, ein bisschen was hier kaputt zu machen? Oh! Daddy. Warte mal, Chat. Ich hab gesehen, irgendein neues Game ist rausgekommen. Ich bin gerade am Essen, deswegen. Ich hab gesehen, irgendein neues Game ist rausgekommen. Hogwarts Legacy. Oder so. Oh, der Beret macht gerade Werbung. Spannend. Warte mal. Fucking sleeper, man. Hast du Key? Ich hab Harry Potter noch nie geguckt. Give me all some turkey. Deswegen verstehe ich nicht. Listen! Digga, pennt der draußen? Kyrie Trade Meinung. Ich sag euch ehrlich, also diese Kombi von Doncic und Kyrie kann schon böse kommen. Also wenn die gut harmonieren und wenn die wissen, wie die zu spielen haben, kann das, also kann schon Dallas also sehr, sehr krank werden. Was macht der, Bri? Ich hab mich nicht verloren hier. Ja.
Wer ist alles mit dabei? Wir haben Lift, Miguel, Nova. Was macht der denn? Ich bin hier der Schindelkisse gestern. Hab nur too much gespitzt und muss das Drehtribut. Vollflaschig krank. Ich hab 5 Flatrate. Alkohol gibt der Decke down. Beim Bouncen ging es mir dann fast vor. Dann geh ich schnell pissen, dann machen wir Fotos. Winterurlaub. Okay, ich geh gleich wieder. Okay. Kannst du jetzt mal rausgehen? Okay. Ich hab irgendwie den Stream bekommen. Du wolltest den Stream. Was macht Abu? Die spielen Fortnite? Oh. Ah, der will auch Harry Potter spielen. Also die können sich alle mal später auf Twitter eine Ansage anhören, Chat. Danke noch für die ganzen Subbombs und Donations, die reinkamen während der Reactions. Da sind ja immer die Alerts stumm. Das ist eine Wiederholung? Als ob. Wie smart. Und ich dachte mir schon, warum ist Breitenberg in Dings drin? Ich habe halt schon ein paar Familien Bescheid gegeben, aber die kamen halt irgendwie nicht. Ja, natürlich kommen die. Mit wie vielen Mann geht ihr regelmäßig verkaufen? Also 2, 3. Okay, hört zu. Ihr landet auf diesem Scheißdach. Ihr habt einen Fallschirm und eine Wasserstoffflasche dabei. Schlaum nehmen. Was macht Sidney? Leute, ich bin bei Riverdale. Leute, doch, Walla, ich bin das, Junge, Walla, ich bin das. Digga, der Typ ist so respektlos, ne, das ist so krank. Ey, was kann man sich denn anschauen auf YouTube? Willi bekommt ein neues Auto, oha. Doch bin mein Weg gegangen, Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Oh. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Rex in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Aber Top Ryan ist kostenlos. Ich muss bald mein Auto abgeben und ich muss mir ein neues Auto konfigurieren. Das können wir auch im Stream machen gemeinsam. Es wird sehr, sehr geil und sehr außergewöhnlich. So. Wo ist der? Boah! Ist der? Ja. Boah! Spaß mal, man denkt, ich hol mir ein Ferrari, sind die dumm. Nein, Digga. Woher? Woher, mein Bruder, woher das Geld? Es wird wieder ein BMW sein. Warum kein Mercedes? Also für mich hat ein Auto nicht so einen hohen Stellenwert. Für mich ist das jetzt nicht essentiell wichtig. Bei BMW bekomme ich 1% Leasing und das ist ein Geschäftswagen. Und deswegen macht es für mich keinen Sinn, irgendwie dann irgendwas anderes. Smart, Digga. Ich sag auch immer, Autos overrated. Real talk. Zu holen, weil für was? Was ist 1%? Du zahlst 1% monatlich des Kaufpreises. Das heißt, wenn dein Auto... Was geht mein Bester? Ich sag euch ehrlich, ab 50.000, was über 50.000 ist... Alles overrated, braucht man gar nicht. 1000, 100.000 kostet, zahlst du 1000 Euro im Monat. So, so sieht der Lachs bis jetzt aus. Aber ich nehme einfach Basic Schwarz. Basic Schwarz, weil ihr wisst, Pull-up in SUVs. Felgen, ja hier, schwarze Felgen. Alles schwarz und innen weiß. Boah, crazy. Digga, ich glaube, das ist es. Das finde ich falscher Ehrgeiz, so ein Braun. Das Dunkelbraun finde ich bodenlos. Digga, das kannst du nicht machen. Und Schwarz ist halt Schwarz. Aber ich will unbedingt das Weiß. Ich gebe jetzt schon meine Ansage an jeden meiner Freunde oder an jede Person, die diesem Auto sitzt und es wagt, überhaupt nur was zu trinken oder irgendwas zu essen. Jungs, ich werde euch... Egal wo ich gerade befinde, ich werde die Tür aufmachen, hier werde ich das Ganze verriegeln und sag verpiss dich. Verpiss dich. Ist das Carbon, Jet? Baby auch mal Wettessen in Willi seinem Auto. Ist das Carbon? Ja, machen wir Carbon. Ah, alle Sonderausstattungen. Innovationspaket. BMW Head-Up Display, Laserlicht, brauche ich. Komfortzugang, mach. Alles nur, alles was kostenlos ist, nimmst du mit. Beifahrerheizen, ja, ist wichtig. Garagentor. Nee, habe ich eine Fernbedienung.
Das will ich. Sicherheitsgurte. Ja, weil wenn ich so ein Monster hab, guck mal, ja. Boah, die Karre sieht schon krass aus. Was ist das für eine Karre? Guck mal. X6? Guck mal die Schnauze an. Guck mal, hier die Schnauze und hier die Schnauze. Das ist, du bist ganz süß. Das ist, du bist ein Ficker. Ja. Vielleicht macht man nochmal weg. Ambiente Airpack-Paket will ich. Duft ist mir übel wichtig. M-Leuchten Shadowline. Wenn ich damit mehr... Real-Fossi spendet 40 Euro. Danke dir, Raffi. Für deine 40 Euro. Dach, Relling, nee. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, Chat. Helfen. Ah, in diesem Silber. Schwarz. Sportbremsen. Boah. Ich sag euch jetzt meinen Gedankengang. Wenn das Auto so ausschaut mit roten Bremsfelgen, muss ich ja machen. Sitzheizung habe ich vergessen. Ich schwöre sogar, ich habe nicht vergessen. Ich will ganz genau, hinten sollen die Leute frieren. Dann wird nämlich gekuschelt. So. Hier, die Bremsen machen wir auf ganz lock hier rein. Oh, das muss richtig zünden. Harman Kardon Surround Sound System. Ja, Sound ist auch, Digga, Sound wichtig. Kann das was? Ja, können die schallern? Ich brauche richtig geilen Bass. Harman macht drauf. Active Protection. Ja, nee, ich glaube, wenn es kracht, dann kracht es eh. Parkassistent. Diese Aussage. Wenn es kracht, dann kracht es eh. Den brauche ich nicht. Ich bin unnormal krass in Einparken. Akustikverglasung finde ich wichtig. Und ich gebe euch jetzt mal einen Call. Kennt ihr das, wenn ihr auf der Autobahn seid und etwas schneller fährt? Dieses Sch von außen, sonst dröhnt das immer die ganze Zeit. Rein da, rein. Soft-Close-Automatik für Türen. Was soll denn das? Glas-Applikation Crafted. Digga, aber wie viel man dazu machen kann, Chat, ist wirklich crazy. Crafted? Hört sich verrückt an. Was craftest denn du da? Umfasst aufwendig in Handarbeit gefertigte Designelemente. Hieß nicht, Junge. Auch wenn du ein Crafter bist, Bro, I don't care. Klimaautomatik mit 4-Zonen-Regelungen. Nein, was soll das Auto können? Ist ein Soli hinten? Aktive Sitzbelüftung vorn. Vorne immer in Ordnung. Vorne wichtig, weil da ist der Fahrer. Bin ich. Das ist wichtig. Stop and go. Und warum? Weil wir auch natürlich an die Umwelt denken. Rein. Ja, wir machen rein. Der M-Carbon-Heckspoiler betont das kraftvolle, sportliche Design Fahrzeugs und reduziert spürbar unerwünschten Auftrieb an der Hinterachse. Und das merke ich sehr oft. Den Auftrieb in der Hinterachse brauche ich. So ein Spoiler. Ein kleiner Spoiler. Boah, Massagefunktion vorn. Chat ist ein Ding, oder? Würdet ihr, wenn ihr das Geld habt, würdet ihr euch diesen Luxus gönnen? Natürlich ist es auch sehr, sehr teuer, aber... Boah, ich sag ehrlich. Spoiler, machst du nichts verkehrt. Massagefunktion. Digga, ich schwör's euch, wenn ich eine Massagefunktion hier reinkloppe, will ich, dass jeder, der mir ein Auto steigt, erstmal einen 40er Lachs gibt dafür, dass er da hinten massiert wird. Auf keinen Fall. Das ist ja nur vorn. Und wenn ihr das an eurem Auto habt, wisst ihr auch, dass es der Punkt ist, dass ihr eine Familie gegründet habt. Anhängerkupplung, was soll ich denn damit? Ist nur vorne? Ist nur vorne, Chat? Massage nur vorne? Oh, vorne kann man sich natürlich überlegen, ne? Vorne ist nicht verkehrt, ne? Dachhimmel Alcantara Anthrazit. Anthrazit. Ist cool, aber was juckt mich das? Was bringt mir das? Muss? Ist so weich? Was habt ihr denn mit eurem Dach? Ist es wirklich so wichtig, Chat? Sexy as fuck. Digga, ich war... Also, so viel Einigkeit im Chat. Da machen wir das Chat, mein Chat. So. Ja, echt krass. Okay. So, Interaktivierungslenkung. Nee, der soll ein bisschen driften. Ist das diese Warnungsding? Ja, das brauche ich. Driver Assistant Professional. Ja.
Panorama-Glasdach? Boah, weiß ich nicht. Wie groß ist denn ein Panorama-Glasdach? Oh, Skylounge? Panorama-Glasdach-Skylounge klingt so, als ob ihr bei mir eine Traube Minze kauft in meinem Auto. Digga, Panorama-Glasdach-Skylounge mit Schaf? Ja? Mit Schaf ohne Schaf? Ja? Ja, mach, da machen wir die Skylounge. Traume Münze bei Sommer, was ist... Boah! Was ist los, Sommer? Ajo! Lockere Panorama Skylodge! Baby Girl, guck in den Himmel, siehst du die Sterne? Ew. Das sieht abgespaced aus. Vielleicht hinten Boah. Noch aufrüsten und dann auch mal sich fahren lassen. Boah, crazy. Auch crazy. Aber ist für hinten deswegen nein. Nein, hinten wird nichts gemacht. Hinten wird auch nicht aufgerüstet oder so. M-Fahrwerk ist wirklich ein Muss. Ist gut zum Einstellen. Wird tiefer beim Sportmodus. Ist ein Muss, okay. Oh, hä? Ich hab doch schon Kranke drin. Was denn das? Das ist OP. Die knallen. Aber 5000 für Musikbox? Digga, das ist schon krass. Weiß ich nicht, Chad, ob ich das zahlen würde. 5000, Digga? Boah. Ist es wirklich so ein Unterschied? Also, ich höre ja auch viel, sehr, sehr viel Musik. Und mir ist es. Also. Digga. Mir wäre das übertrieben wichtig, wenn ich mein Dad ein Auto kaufen würde. Großer Unterschied, okay. Boxen? Man denkt übertrieben, aber dieses Soundsystem machen. Krank Unterschied, Bro. Man muss das hören. Also Real Talk, wenn ich diese Musikbox reinmache, kann sein, dass mein Auto ein mobiles Shisha-Bar ist, ne? Skylounge Panoramadach mit Hamann, irgendwelchen Musik-Soundsystem. Habe ich sowas? Oh, mit diese bisschen selber mischen, wisst ihr, was ich meine? Man hat doch Gefühl, man hat was gemacht. Ja, ja. Oh, nicht verkehrt. Hier ein bisschen der Bass hinten. Hinten wenig Bass, vorne viel Bass. Das sind die Surround-Dinger neben mein Kopf? Also, da bist du ja richtig weggeschallert. SUVs kommen böse, Chat. Kann sein, dass irgendwelche Rapper bald in meinem Auto Songs aufnehmen. Digga, Reezy nimmt seinen nächsten Song in meinem Auto auf. Für Vibration. Ja, was haben die denn vor? Digga, ich sag dir ehrlich, mit diesen 34 Boxen hat man mich gerade ein bisschen überzeugt. Ne? Mein Auto ist Musik. Mein Auto ist Sound. Hier, 34 Boxen. Okay. Okay. Das ist der Lachs. Was ist das? Kann ich daraus einen Laser schießen? Sensor, Radar, okay. Digga, was ist... Also, das ist wirklich eine geisteskranke... Also, eine geisteskranke Karre. Ist das dann der? Ja, ne? Nur ein matt-schwarz halt. Wie viel kostet denn die Karre, Chat? Also, krank. 130, 140. Boah. Here we go, Eligella. Für alle neuen Zuschauer, Marc Gebauer ist auf dem Weg hierhin mit Instrumenten der Hölle. Und zwar mit irgendwelchen verrückten Chili-Sachen. Chili-Schoten, Chili-Pulver, Chili-Soße. Ich weiß nicht, bis wie viel Skurril es geht. Ich habe ihn aber ganz klar kommuniziert und mal 35 Minuten. Du, es gibt eine Grenze. Und die ist dann auch irgendwo erreicht. Wally hat mir... Wobei, am Abkacken-Chat? ...ein Angebot gemacht, wenn ich irgendwas esse für 5 Millionen Scoville, gibt er mir 1000 Subs. Und ich bin eine käufliche Hure. Das kann ich euch sagen. Digga, da sind drei Leute und zwei von denen haben irgendeine Box mit. Eine große. Die Milchdinger sind extrem wichtig. Guck mal, der sagt die ganze Zeit, er hat eine Grenze. Ihr wisst ja, wie das läuft, oder? Ich bin heute hier aus einem Grund, damit wir diese Grenze aufheben. Das... versuchen wir heute zu erreichen. Er denkt jetzt gleich, wir machen hier einen auf entspannt. Naja. Ich sehe gerade, dass meine Frau nur die Soßen eingepackt hat.
ist wichtig, das ist schon mal gut. Das ist schon mal richtig, aber natürlich die Chilis brauchen wir auch. Da muss ich mal gerade meine Frau anrufen. Och, das wäre wichtig. Meine Frau hat geschrieben. Oh. Also wir haben nur die scharfen Soßen dabei. Wir haben einmal, aber ich will da nicht übertreiben. Also von den Soßen ist kein Problem, die Soßen können wir so essen. Nein, die Soßen sind das Schlimme. Ich weiß das, ich weiß, dass Soßen 9 Millionen Scoville sind und sowas. Nein, die Soßen, die wir haben, das... Ach, verdammt, ich hätte gedacht, wir starten jetzt mit Chilis und so weiter. Hat meine Frau vergessen einzupacken. Also wir können auf jeden Fall erstmal mit den Sachen auf der Gamescom... Hast du auf der Gamescom die Sachen gegessen? Nein, warte mal ganz kurz, da hörst du... Gamescom, da hat Rohrt und Abo gekotzt direkt. Ja, das war schlimm. Ja, okay. Aber du hast ja jetzt was zu essen hier. Die haben wir nicht gegessen. Zeig erstmal, was du vielleicht so dabei hast. Okay. Lass uns langsam starten. Wir starten langsam. Als erstmal die Soße, die kannst du easy essen. Das ist von dir die Soße, da steht Marc Gebauer drauf. Ja, aber das ist die leichte Soße. Bei der wirst du nicht sterben. Was ist das? Da sind 80.000 Scoville. Ja. Was ist das so? Das ist so quasi so ein normale Chili. Er verarscht mich, Chat, ne? Nein, ich bin real. Ich habe Videos von dir gesehen mit Monte und mit Sascha. Und mit 80.000 geht noch klar, oder? 80.000 ist jetzt nicht, dass man davon abkratzt. Also ist schon sehr scharf, aber man kratzt nicht davon ab. In Scope. Und du hast sie alle drei verarscht. Ja, ich hatte heute einiges vor, aber wir haben leider, mein Frau hat mir leider fucking was nicht eingepackt. Sleeper, man. Und das hier ist quasi die scharfe. Das ist die schärfere Variante davon. Ja, also die ist eigenständig, das ist eine eigene Basis. Nee, da kracht's ja. Nee, da kracht's zum Beispiel. Hier steht 2 Millionen Scoville drauf. Das ist ein Sprung, der ist schon groß. Das der ist groß, ja. So wie von... Casio auf eine Richard Mille mäßig. Nein. Von 60.000 Scoville auf 2 Millionen. Ich würde sagen, Casio auf Audemars Piguet. Nein, 2 Millionen Scoville, da ist ja auch irgendwo mal, ne? Also, wie riecht denn das? Ja, wieder tot, wirklich. Digga, was ist das denn? Was? Jetzt mal bitte nicht. Ja, ich krieg das hin. Hast du noch Cayenne-Pfeffer? Was willst denn du da hinkriegen, Edi? Du isst nie so richtig scharf. Ich bin ein Krieger. Außerdem bin ich eine käufliche Hure. Mir bekommen 1000 Subs angeboten. Ja, weißt du, jetzt machst du auf dicke Hose und dann heulst du morgen rum den ganzen Tag. Ich würde sagen... Real Talk, ich habe heute seine Stories gesehen, der hat geheult beim Kacken. Ich würde sagen, du probierst ein, zwei Sachen und dann reicht's auch irgendwie. Ich bin Krieger. Hast du Cayenne-Pfeffer? Ja, hab ich. Frag mal deine Mama, was sie so alles hat. Bitte. Marc? Ja? Cayenne-Pfeffer? Haut es rein? Nee. Nee? Hattest du nicht letztens irgendein Video mit Cayenne-Pfeffer irgendwo mit Monte? Habe ich doch gesehen. Ich habe gesagt, Cayenne-Pfeffer ist lecker, aber... Ja, für dich ist sowas lecker. Also, Plan sieht wie folgt aus, Freunde. Der Mann hat jetzt seine Schärfe-Leute losgeschickt, die irgendwelche Leute noch kennen, wo die scharfe Sachen herholen. Irgendwelche Peperonis, Habaneros, weiß nicht was. Hier haben wir Soßen. Ich habe halt, weißt du, bevor ich Angst habe? Ihr müsst euch verstehen. Fandest du den Hot Chip scharf? Der war schon ein bisschen scharf, ja. Ja, siehst du? Das regt mich auch schon auf, wie du es einfach sagst. Das schon ein bisschen scharf. Der war schon ein bisschen scharf. Weißt du, wie ich hier abgegangen bin? Schlimm, oder? Deswegen könnt ihr das, was er sagt, könnt ihr gar nicht sozusagen in Relation setzen. Ihr bekommt 1000 Subs von Vardy, wenn er die 2,5 Millionen Scoville Soße reinknallt. Oh, für 1000 Subs? Ja gut, weißt du, Digga. Gib her den Schinken. Oh, scheiße. Jetzt. Guck mal, wir müssen jetzt gleich zusammenarbeiten. Ne? Wir müssen gleich ihn auf jeden Fall motivieren. Ne? Aber ich glaube, er kann schon was aushalten. Bei Marcel war es immer so, der hat irgendwann so einen Punkt gehabt, da hat er keinen Bock mehr gehabt. Aber ich glaube, hier ist es anders. Du musst auf ihn einreden, bis der nachgibt, bitte. Das war es, was du gerade mit dir besprochen? Ich habe nichts gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen heute nicht, wir dürfen nicht übertreiben. Ach so. Also, was habe ich denn hier? Oh. Also hier sind, was ist das? Die können auf jeden Fall gar nichts. Die können gar nichts. Die können schon mal gar nichts. Natürlich können die alle was. Was ist das für ein Call? Hier sehe ich, das sind Habaneros, ne? Das sind die, die den Marcel zum Umkippen gebracht haben. Was? Das sehen aus wie Jalapenos. Ich sag dir das nur. Und das hier sind Jalapenos. Oh. Das sind Habaneros. Digga, den habe ich gegessen. Ich glaube, den habe ich gegessen beim Dingsvlog. Wo war das nochmal? Rohrt, New York. Da war das. Hier war das da. Einer ist wieder nicht. Links. Da, ist es die, Chat? Ist es die? Also, Digga, das war ja. Es ist ja geisteskrank gewesen. Sieht man nicht? Achso, warte mal, guckt.
Ist es die gewesen? Digga, die hat mich. Also, Digga. Nein, nein. Digga, das war crazy. Also, Digga, diese Pepperoni hat mich geisteskrank umgehauen. Also wirklich, guckt. Das Ding ist, es gibt auch einen Lebensschalat. War der Erfahrung? Das wird einfach das. Digga, das waren wie Messerstiche in meinem Mund. Ja, wie geht weiter? Auch am Anfang, ich beiß rein, ich denke mir Premium, gar nicht so scharf. 2 Sekunden später, fast gestorben. Was gibt ihr den Ding hier, dem Restaurant? Der ist doch so crazy. Ja. Rote, wie scharf? Rot ist jetzt, ich weiß jetzt nicht die Sorte, aber das sind gute. Das sind gute. Die hier, mein Freund. Wie viel Scoville haben die? Die hier, das sind gut. Was hast du noch? Was ist das hier? Was soll das sein? Das ist, glaube ich, so eine Thai-Chili. Die ist okay. Nein, du, eine müsst Million? Aufhören, alles so gut zu reden. Thai-Chilis sind schon scheiße. Also, wir starten mit dem Ding? Wir starten hiermit. Und das ist eine Soße, die kann man wirklich morgens, mittags, abends. Die ist nicht scharf. Aber für normale Menschen. Also, ich sage, hallo, ich würde ganz gerne mal einen Döner mit scharf. Könnten Sie mir Chilis bringen? Also, aber jetzt, Marc, ne? Also. Ich sag dir doch, die ist nicht scharf. Nein, Sorry. Das ist krass kacke von dir. Es tut mir doch leid, ey. Dann isst du das. Ja, ich esse das. Nimm eine. Ist das geisteskrank. Ey. Also, jetzt mal es ohne Witz. Es tut mir leid, das war das, nicht extra. Das ist kein Ketchup, das hat 180.000. Das ist kein Ketchup. 1000 Scoville. Gib mir mal irgendeinen Call. Chat, was hat 80.000 Scoville? Sweet Bald Belts. Red Chili. Anaheim. Pablano. Wie viel hat Tabasco? Jalapenos haben eine Jalapeno, ja? Es gibt Leute, die sagen, bei einem Chili Cheese Burger, nee, ist nicht mein. So, und das Ding hat 3000 Scoville. Okay, scheiß drauf. Okay. Lass essen. Ja. Direkt runterschlucken. Eli, das ist nix. Das ist eine gute Schärfe, eine schöne Schärfe, die kannst du immer essen. Scharf, also ist scharf. Also deswegen bin ich scharf. Hier. Ich bin scharf Esser, ich mach mal fertig. Meine Katzen sind hier nicht drin, ne? Also ich sag ehrlich, ich overreacte hier auch nicht. Real talk. Ja. Das ist nicht scharf, also ist okay. Ist okay, also, ist jetzt nicht scharf. Also Chat, vergleich, ich esse gerne scharf, das ist das Ding. Also ich gebe euch wirklich einen ehrlichen Tipp. Zum Beispiel, jetzt nur mal, damit ich das weiß, wenn du jetzt zum Beispiel Pringles Paprika isst, würdest du dann sagen, dass das scharf ist? Pringles Paprika? Ja. Nee, aber das ist so, das ist, wie erkläre ich es den Leuten? Digga, ich sag euch ehrlich, ich finde diese Pringles scharfen Paprika schon scharf. Wenn ihr bei einem Asiaten Inder seid und sagt, okay, das ist, da steht so eine, in Klammern scharf. Mhm. Also es ist scharf. Ja, es ist scharf. Aber auch nicht normal, also ist so schärfer als scharf. Ja, okay. Ich würde mir das so nicht einfach so bestellen, das wäre viel zu scharf. Okay. Ja, was ist das jetzt? Das ist, hier steht Paprika. Nein, hör auf, da steht ganz doll drauf, scharf, mit so einer Pepperoni, die rausspuckt. Und das erwähnst du nicht. Also wenn das scharf ist, das kann ich mir. Ja, aber so eine Dinger sind auch manchmal scharf. So bei türkischen Läden habe ich sowas auch schon mal gegessen, da meinte ich, Alter, isst du mal zuerst? Steht hier nicht irgendwo? Ihr dürft ihm nicht vertrauen. Er ist normal, er hat immer Cayenne-Pfeffer bei sich und macht es auf sein. Wie isst du dein Ei? Ich esse mein Ei, also Chili-Pulver tue ich schon drauf. Digga, verstehe ich nicht. Ich finde scharf macht irgendwie Essen kaputt. Das schmeckt dann einfach nur nach scharf. Ab einer gewissen Schärfe ist es nicht mehr geil.
Lass uns mal erstmal weitermachen, bitte. Ja, okay. Ja. Wir machen erstmal weiter. An dieser Stelle danke ich dir erstmal dafür, dass du da die Hälfte auch gegessen hast. Das ist schon mal, die Hälfte gewesen. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir mal so rein. Ein bisschen verstehe ich immer, aber so viel, keine Ahnung. Den hier rein. Ich finde, die sehen gut aus. Die sehen auch so aus, als wären die von deinem Kollegen. Indisch da? Mhm. Da sieht so aus, als Indisch. Links. Alter, du trinkst jetzt noch nicht. Ein Schluck. Du trinkst noch nicht. Gleich. Das war voll dumm, dass ich voll viel von der gegessen habe. Okay. Ey, das kommt mit der Zeit da. Das, meine Zunge ist voll. Ich merke das. Ich kann gar nicht. Chat, was war. Also. Digga, Pizza ohne Tabasco kann ich nicht essen. Bruder, wenn ich. Also, Sydney ist auch an dem Punkt, ohne scharf schmeckt ihn Essen nicht. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Kann ich nicht verstehen. Ich meine. Guck mal, du bist jetzt im Flow. Du musst den Motor. Lass den laufen. Lass den Motor laufen. Du musst jetzt immer weiter was dazu. Aber nicht komplett aufessen. Ich bitte dich. Das ist ein kleines Ding. Das ist ein kleines Ding. Einfach so. Merkt man schon, wie rot mein Gesicht wird? Fang du mal an. Nee, du machst es klein. Wir machen gleichzeitig. 3, 2, 1. Nicht alles auf einmal. Die Hälfte isst du jetzt. Okay, die Hälfte. Sind die sehr hart? Was ist das? Sag mir, was das ist. Scoville-Technik. Ich glaube, das ist so eine Thai-Chili. Da sind wir schon über 100. Ich würde mal sagen, 200 ungefähr. 200.000 Scoville. Ey, du tust immer so, als wäre das... Jetzt erstmal. Wir gucken mal. Okay, los. Ja. Boah. Mmh. Oh. Nee, oh. Da kommt nichts. Ganz, ganz anderer Geschmack. Da kommt nichts. Ganz anderer Geschmack. Hochspannend. Die Reactions. Ich würde sagen, mal, etwas trockenere Schärfe. Da beißt du mal rein. Okay. Beißt du mal rein. Jetzt wird auseinandergenommen. Oh, was? Oh. Oh, weiß ich nicht. Übermütig. Hochspannend. Oh, da kommt jetzt der Zwiebler. Oh. Ach so, er hat ihn auseinandergenommen. Guten Morgen. Da kommt doch was, ne? Oh ja, doch. Da kommt doch was. Ja, hallo. Ja, wer ist denn da? Das zum Beispiel, würde ich sagen, ist höchstwahrscheinlich die schärfste Schärfe beim Thailänder. Ja, das ist eine Thai-Chili. Ja, super Chili. Ganz, ganz tolle Chili. Tolle Chili. Zum Kochen mit Sicherheit auch besser als die Habanero. Tolle Chili. Aber im Nachgang, ne? Ich sag dir ehrlich, also ich kann gar nicht richtig reden, weil es ist krass scharf. Aber Real Talk, nicht ansatzweise so schlimm wie dieser Chip. Ja. Niemals. Dieser Chip, da wusste ich überhaupt nicht, was mit mir geschieht. Ja, der Chip ist... Digga, also wenn ihr wirklich, wenn ihr einen Typen, also ich sag euch ehrlich, was ist jetzt an die ganzen Leute, die geschrieben haben, geacted, dieser Chip ist Real Talk, so wie Eli sagen würde, geisteskrank. Wenn nicht, bestellt den euch, Ausrufezeichen Kinkhands an der Stelle, bestellt euch diesen Chip. Gerade die Schärfe, die ich kenne, aus dem Läden. Thai Chili, wie geht das? Langsam meine Augen auf. Also, Mann. Sieh mal meine Augen? Ja, die Augen, wenn sie glasig werden. Was gibst du da ein, Mann? Also, wo willst du hin? Thai Chili Scoville. Achso, okay. Lacher-Chip, bestell dir den, Enzo! Ich werfe gerade 8 von 10, das ist wann. Ausverkauft? Wie kann so ein Chip aus. Bruder! Wie kann so. Digga, bei uns ist ja. Digga, ihr habt den komplett. Ihr habt alles auseinandergenommen. Guck mal! Digga! Digga! Scharf. Digga, dass sogar dieser Hotchip ausverkauft ist. Chat, wie, also, was seid denn ihr für, also wirklich? Es ist ja wirklich geisteskrank. Warte mal hier, warum sind sie denn so scharf? Ja, das frage ich mich auch, Digga. Ja. Munter und ist gesund. Thai Chili macht munter. Ja, ich bin echt. Das ist aber echt krass, ja, ne? Fazit, Thai Chili ist also nicht nur unglaublich scharf und lecker, sondern bringt auch eine ganze Reihe von Vorteilen. Probiere es doch mal beim nächsten Kochen mit. Ja. Ja, er chillt komplett.